So, also, wir fangen an. Madame Larissa wird ja schon. Also, ich begrüße euch ganz herzlich zur ersten Volka-Sitzung für das 111-Jahr-Jubiläum vom STV Neuenkirchen. Traktanten habe ich euch verschickt. So sollte heute oben ablaufen und ich hoffe, ihr könnt den Zeitplan einhalten. Letzte Woche, da haben wir ja... Ich muss noch schnell posten. #Okasitzung, #Samstagabend für nichts. Was ist, habt ihr noch nie Menschen gesehen? Du bist wieder mal Feldsport, wie immer. Ja klar, immer zu spät, aber dafür ist das ja auch irgendwie zuverlässig. Larissa, sitz jetzt ab. Wir haben davon angefangen und ich glaube, wir sind schon ein recht Stück weitergekommen. Also, wir haben doch letzte Woche abgemacht, dass wir gerne die Geschichte vom STV Neuenkirchen aufleben lassen. Und darum werden wir in die Zeitalter zurückgehen, also von der Gründung bis zur Gegenwart, heute und jetzt. Und ich bin der Meinung, wir sollten schon ein bisschen Bescheid wissen über die Geschichte vom STV Neuenkirchen. Die kann man auch ein gutes Fest organisieren. Und zwar schön chronologisch und tiefgründig recherchiert. Okay, und wann war denn das Gründungsjahr? Im alten Rom? Apropos Römer? Naja, bitte Sparta, deine Anekdotenverein ist anders. Ich habe wirklich keine Zeit für so Zeug. Also, ich habe doch auch recherchiert. Und ich habe herausgefunden, dass der Turnverein, also noch im ETV, im Eidgenössischen Turnverband angegliedert war und 1907 gegründet worden ist. 1907. Schon klar, wenn wir das Jahr 111-Jahr-Jubiläum organisieren. Jetzt unterbreche mich nicht ständig. Sonst kannst du das Zeug selber organisieren oder recherchieren. Also, 1907 ist das so abgelaufen. Der Sebastian Schmidli, der Besitzer der Liegenschaft Sonne, hat mit ein paar jungen Männern den Turnverein gegründet. Und das Erste, was sie angeschaffen haben, war eine Barre für 130 Franken. Don't come back no more. I'm too slave to the world today.
SV Emmerstrand 1879. SV KT Hauptbühl 1971. SV Rickenbach 1932. Jodelclub Neuenkirch 1967. SV Rhein 1962. Familientreff Neuenkirch 2008.
Fadi Wagner, das ist 1984. Hobbymusik, Neue Milch, 1993. Seeklub Sandbach, 1919. Oh, zum Fahrgast. Bruder Klub möchte ja etwas sagen. Nein, bitte nicht. Hey, mein Vater ist dort schon dabei gewesen. Was die für Ausdauer hatten, sind ja heute noch so. Schau dich ganz selber. Neues von euch jungen Mann. Nein.
ist es nicht. Aber ich hoffe, das war jetzt nicht die nächste. Nein. Okay. Ich glaube, es ist schon nichts los. Und übrigens, in dieser Höhle hier hinten hat es keinen Empfang. Können wir uns bitte wieder aufs Wesentliche konzentrieren? Ich kann wirklich mal anders zu, als unseren Abschweifungen zuzuhören. Also, dann sieht man so viel. Ist es so eine Art, wie ich gesagt habe, Zirkus? Oder? Ja, genau, der Zirkus. Apropos Zirkus. Wisst ihr, was ein Clown macht im Büro? Faxen. Thank you.
in den 20er Jahren müssen aber schön gewesen sein. Oh ja, die schönen 20er Jahre. Da habe ich auch etwas recherchiert, genau. Ich habe hier gesehen, dass hier eine ganz bestimmte Tanzart Charleston aufgekommen ist. Und ich weiss, unsere Tänzerinnen von ETV Neuenkirch, die haben den voll im Blut. Was? Heute die Jungen können an Charleston tanzen? Was hast du denn gemeint? Hast du gemeint, nur die alten Eisen wollen eine alte Tanzart tanzen? Vergiss es. Nein, die haben den Rhythmus voll im Blut. Ha, das wollte ich zuerst sehen. Ja, aber wir können nicht zu lange. Wir wissen, wir haben die X Zeit. Thank you.
sieht der erste noch so gut aus. Ja, ja, Hans, du jetzt wieder zu uns. Schau mal, schon alles ganz nass da. Also wenn ich noch in meinen Computer hineinschaue und nach dem Jahr 1930 recherchiere und nichts über unseren ETV-Neuen Küche. Aber irgendetwas vom Skifahren, apropos Skifahren. Wisst ihr, was ein Mathematiker macht beim Skifahren? Er rechnet mit Brüchen. Gut, ich habe jetzt eben hier aber gleich etwas gefunden. Und zwar 1930, genau 1930, hat das legendäre Lauberhornrennen stattgefunden. Und das ist ja heute noch eines der wichtigsten Sportevents in der Schweiz. Aber das hat ja eigentlich nichts mit unserem ETV Neue Kirche zu tun. Ja, jetzt vielleicht nicht direkt, aber indirekt schon. Jedes Jahr macht der ETV Neue Kirche ein Ski-Weekend. Meine Frau und ich haben manches Jahr im Schweizer Häuschen hinterkochen. Stellt euch vor, 1992. Es war 26 Grad unter Null. Das Bier in der Küche ist eingefroren. Übrigens sind wir nicht die Profis, die am Lauberhorn teilnehmen. Dafür sind wir umso besser. Après-Ski. Après-Ski? Habe ich Après-Ski gehört? Wäre ich voll dabei? Oh, schau mal da. Bist du wieder bei den Lebenden angekommen? Oder soll ich sagen, in unserem Zeitalter angekommen? Also, wenn ich das mal zusammenfasse, 1930 war das erste Lauberhornrennen und ohne Brüche. Und das hat absolut nichts mit unserem SDV Neuenkirch zu tun. Ausser, dass wir gerne eins über den Tor stehen. Also, Schweizer Sport im Après-Ski. Thank you.
Motor und hat nicht nur Alkohol getrunken. Mike, hast du gewusst, Alkohol macht dumm und gleichgültig? Da komme ich jetzt nicht raus. Aber das ist mir auch. Aber ich weiss noch, im Jahr 1936, das erzähle ich heute noch alle, ist der Ende von Neuenfeld als zweitägiger eidgenössischer Turnfest auf Winterthur gegangen. Die Turnen sind perfekt vorbereitet gewesen. Der Turnfestsieg hat schon vor Augen gehabt. Und so hat es gedünnt. Sie sind am Vortag schon angereist und so hat es gedünnt. Was zieht so munter das Haaren an? Eine Schar im weißen Gewand, 57. Laut hat es gedünnt und das hat rüdig durchgegeben. Der Start am Sonntagmorgen hat es völlig verträumt und verschlafen. Turnschuhe hergestellt und das sehr erfolgreich. Habt ihr das gewusst?
aber leider 1949 haben die sich zerstritten. Da sollen sogar noch die Ehefrauen involviert gewesen sein. Ich habe keine Ahnung, von was das du redest. Jawohl, der Adolf Dassler. Der hat die Firma Adidas gegründet und gleichzeitig der Rudolf Dassler die Firma Puma. Die kennt man, die sind sehr bekannt und die stehen heute noch gegenseitiger Konkurrenz zueinander. Ja, aber warum heisst du ausgerechnet Adidas? Ja, Adolf Dassler. Adidasler, Adidas. Verstehst du, Mike? Also, warum denn Puma? Ja, Rudolf Dassler. Keine Ahnung. Muss ich recherchieren. Thank you.
seine Kollegen haben ihm wegen dem immer Puma gesagt. Dann hat er gedacht, okay, dann nenne ich halt meine Firma Puma. Danke für deine super Recherche, Dolly. Aber jetzt sind wir schon bei den 50er Jahren angekommen. Das heisst Rockabilly und Hula Hoop. Was? Was hat jetzt das wieder miteinander zu tun? Hast du eine Wand draussen? Nein, habe ich nicht. Aber im Gegensatz zu dir, habe ich mich informiert. Und zwar war in den 50er Jahren die Rockabilly-Zeit gesehen. Und gleichzeitig haben wir den Hula Hoop-Reif erfunden worden. Ich habe da extra einen mitgenommen. Ich muss ihn schnell holen. Dann gehen wir den Soap-Off da hinten und dann fühlt man gar nichts. Gut. Oh, wenn ich so recherchiere, hey, Volltreffer, hör ich mal. In den 50er Jahren, oder genau gesagt 1954, ist Mädchenreide vom ETV Neuenkirch gegründet worden. Und wenn ich die zwei hier so anschaue, ich glaube, die haben sicher können besser umgehen mit dem Hula Hoop-Ring als unsere Umgangsbändchen. Übrigens, kommt mir gerade in seine kleine Freundin gehabt. Der habe ich einen Hula Hoop-Ring geschenkt. Das ist gar nicht gut angekommen. Der hat mir voll gepasst.
den Wein steigen, würden wir noch gerne mitnehmen in die Pause. Können wir noch eine Frage am besten. Es kommt nicht mehr gerne mit in die Halbzeitpause, so wie ich sagen. Aber vorher würde ich mir gerne ein paar wichtige Infos loswerden. Und zwar würde ich gerne starten mit einem herzlichen Willkommen. Schön sind ihr alle da und habt ihr einen Weg gefunden auf Neukirch. Die Halle ist voll, es ist ein riesen Spass, so vor euch zu turnen. Der erste Punkt auf meiner Liste wäre der Rösli-Verkauf. Ich möchte kurz erwähnen. Es ist so, dass wenn man 11 Rösli kauft, und man 10 zahlen, sicher ein riesen Angebot und wir haben tolle Preise, wie ihr seht, wo wir reingekommen sind. Ich möchte an dieser Stelle Agnes Niederberger danken sagen und Aktive Plus mit ihrem Team. Sie haben die Preise zusammengestellt. Ich denke, einen riesen Applaus an jeden, der das organisiert hat. Ich möchte auch beim Danken bleiben. Die Sponsoren sind aufgelistet im Programmheft, werden anschließend auch bei uns auf der Folie aufgezeigt. Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz einfach sagen, beispielsweise, falls ihr noch kein 3A-Konto abgeschlossen hättet in diesem Jahr, Raiffeisen wäre sicher ein guter Anbieter. Oder Winterreifen noch nicht montiert. Beispielsweise Toni Bucher oder Auto Krauer AG hier in Neukirch sicher zu empfehlen. Dort doch bitte die Firmen berücksichtigen beim nächsten Mal, falls ihr mal dort reinlaufen. Merci für mal den Sponsor. Ich darf noch Festwirtschaften wählen. Wir haben kein Essen für unsere Parat. Es ist so, dass Sie das Essen in der Pause bestellen können, wo Fleisch etc. ist. Und danach wird das nach der zweiten Hälfte rund etwa 15 Minuten anschließend serviert. Was es bereits jetzt gibt, wo man bestellen und essen in der Pause, wären Pommes frites und Hotdog. Dann möchte ich auch noch für anschließend nach der zweiten Hälfte ein bisschen Werbung machen. Wir haben einen tollen Anstandwettbewerb für Sie parat. Aber dann auch eine tolle Mitternachtsshow, wo voraussichtlich rund um 11:30 Uhr in der Stadt ist. Also nicht ganz Mitternachtsshow. Also sicher ein attraktives Programm für heute oben. Bleiben Sie auf der 2.11. noch besitzen, trinken Sie noch ein Bier, nehmen Sie noch ein Weißwein mit unserer Kasse gut und sicher auch Ihrem Gemüt. Ich werde gerne am Leben werden, meine Liste ist abgearbeitet. Ich wünsche weiterhin ganz viel Vergnügen, gute Unterhaltung, Christen sind oben und noch bis später. Merci vielmals. Also eigentlich gerade das Gegenteil von heute. Heute ist alles stressig. Leistungssport ist angesagt. Burnout-Quote steigt. Die Anforderungen an die Kinder werden immer grösser. Die Schule ist Leistung, muss stimmen. Und nach der Schule geht es direkt in den Musikunterricht oder ins Training. 3-4 Mal Training in der Woche. Und am Wochenende kommen wir noch Match oder die Wettkämpfe. Ja, das ist noch nicht alles.
Sie müssen auf Facebook noch posten, sie müssen auf Instagram liken, sie müssen auf Snapchat snappen, vielleicht auf Tinder matchen. Also, voll Stress. Ja, also ich finde schon auch, dass wir einfach manchmal ein bisschen mehr sind wie früher. Aber gut posten gehe ich nicht auf Facebook, sondern
bla 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 bla. Thank you.
das am Wochenende zusammen. Was? Tanzbein schwingen? In so einer Rollschuhe? Disco? Was? Du mit Rollschuhe? Das kann ich mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, musst du auch nicht, weil du hast ja sowieso keine Zeit für das. Ja, also gemäss meiner Recherche habe ich noch gefunden, ist im Jahr 1972 eine ganz bekannte Band gegründet worden. Gegründet haben die Band Agneta, Björn, Benny und Annifried. Hans, wie hat die Band geheissen? Mama Mia! Waterloo? Ich weiß es! Abba! Abba! Thank you.
wo Aerobic aufgekommen ist. Thank you.
das, was jetzt kommt, das muss ich dann gar nicht recherchieren. Dort bin ich nämlich selber dabei gewesen. 1989, Muttenz, Schweizer Meisterschaften, Sprung. SCV Neukölch holt den ersten Schweizer Meistertitel. So geil! Aber, ja, das ist auch bis dann der letzte Probe. Aber ich komme immer noch Hühnerhaut über, wenn ich nur daran denke. Ist das echt eine Aufnahme? Im Archiv? Ich möchte mal versuchen. Was ist denn etwas rum? Oh. Da, das ist sie noch. Boah, ich bin mega aufgeregt. Nimm das mit. Wir starten einfach das Video. Es nimmt mich mega wunder, was sie früher gezeigt haben.
Eben darum, geile Hurenaufführung gewesen. Ah, wäre halt schon schön, wir würden wieder mal so einen Titel heimbringen. Ja, was ist das nächste passiert? Ist manchmal so ein riesen Highlight in der Geschichte vom SNV Neukirchen vorgekommen? Ich bin ganz aufgeregt. Ach, der Mann ist aufgeregt. Und plötzlich hast du alle Zeit von der Welt. Nein, die nehme ich mir jetzt halt einfach. Rolli, was hast du noch gegoogelt? Recherchieren, denke ich. Rolli muss gar nicht lange suchen. Ich weiss dann aufwendig, was passiert ist. Und zwar, ob es gestern gewesen wäre. Und zwar haben im Jahr 1991 erst Mal dürfen Frauen und Männer zusammen gewohnen. Vorher sind Geschlechter, aber Wettkampf immer getrennt gewesen. Was? Trennt? Das ist ja voll in die armen Männer. Du hast die armen Männer. Wie wolltest du das beurteilen? Aber wir Frauen, wir Männer haben uns aber langsam noch nicht dran gewöhnt.
Siehst du ja bei mir. Darum gehe ich die ganze Zeit pumpen! Ja genau, pumpen! Ich wollte schliesslich möglichst schlank und fit sein. Darum gehe ich eines von diesen Fitnesscentern, die wir haben mit uns. Ja hey, das ist ja echt schlimm. He. Dann braucht es unsere Vereine nicht mehr, wenn da jeder dann pumpen will, wenn er auch pumpen will, oder? Also übertreib es jetzt nicht. Ich meine, klar, jetzt ist der Fitnessheim, aber das ersetzt nie einen Verein. Ein Verein oder ein Mannschaftssport, oder? Ja, ein bisschen etwas Gutes hat oder? Wenn man die Typen anschaut, dann wäre ich wenigstens noch meine Lachmuskeln ein bisschen trainiert. Thank you.
This your boy Dale, my kid, and I'm about to get with something new for y'all. Yo, everybody dance, they do their thing, but this that bet you can't do it like me. Let me go like ooh, ooh, ah, ah, hey, hey, turn it on. Schön. Kann ich jetzt gehen? Komm noch. Danke.
Mühle. Aktive Rudi Kauer. Gärtnerige Steffi Spiess. Oberige Platz in der Halle. Also in der Bühne sind aber riesengroß, also haben wir noch ein bisschen Platz.
für die großartige Zusammenarbeit zwischen Kind, Leiter und den Eltern, die immer schauen, dass das klappt, dass die Kinder pünktlich abgeholt werden und gebracht werden und alle Leiter, die grossartigen Einsatz leisten. Schauspieler, der euch ganz oben so grandios unterhalten hat zwischen den Programminnen. Und zwar, der Rolli ist gespielt worden von Thomas Kämpfer. Danke. Hey. Eine Flasche Wein. Dann haben wir gehabt, der Hans ist gespielt worden von Werni Niederberg. Von Pascal Wurschler. Und nicht vergessen, Larissa ist gespielt worden von Patricia Hecki und sie hat auch gerade noch das Drehbuch geschrieben für den Oben für die Schauspieler. Ist von Trudy Krau gemacht worden mit der Abholung.
gewesen. Herzlichen Dank für dir alles. Thank you.
Alles Gute! Oh, das sieht ganz spannend aus. Also, auf Wand können wir drehen, ja? Was ist das? Eine Leibchenparty? Und was soll ich sagen?
love stupid, I know it, love stupid, I know it, I know, cause I'm a fool in love. My baby shot me down again, shot me down with a love and it go bang bang. That girl's a killer from a gang, shot me down with a love and it go bang bang. And oh, I love her so, that's why I gotta let her know that I be her. Your side.
Einfach genial, die Show. Und das Größte ist, alle die sind unsere eigenen STV-Nelfhöchturner und Turnerinnen. Danke für euch Kommen. Genießt es noch und dann viel später können wir gut haben.